Hey ho, Mittwoch, der 18. Ich hab's ja gesagt, Mittwoch packe ich die Treppe aus und oder Stufe oder Gitter, ach, wie man es halt nennen will. Und ja, das mache ich heute. Aber vorher, Prösterchen. Lecker Kaffee trinken. Wir sehen uns dann hinten. So, Freunde, da ist sie. Und ja, ich werde jetzt hintergehen und mal Akkuschrauber holen. Ach, wisst ihr was? Ich nehme euch schnell mit. Dann zeige ich euch ganz kurz, wie weit ich mit meinem Auto bin. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und seht ihr das Gerüst? Seht ihr das? Nein, könnt ihr gar nicht mehr sehen. Das wurde am Dienstag geholt. Hurra, das Ding ist auch weg. Gut, und jetzt gucken wir da rein. Jo, da steht das Motorle, da flacken die Getriebe. Ich muss jetzt das mein altes Getriebe wieder anflanschen, Motor wieder einbauen. Genau, so schaut's aus. Und jetzt suche ich mir meinen Akkuschrauber und dann machen wir draußen weiter. Huiuiuiui. Jo, schrauben wir weg den Käsekuchen. Mache ich jetzt ringsrum die drei Platten. Iha. Oh, jetzt habe ich wenigstens was zum draufknirgeln. Dann schraube ich gleich die vordere weg. Hey, der Beton ist noch warm. Mich am Ärmel. Das Tag ist noch richtig kuschelig warm. Na super. Ja, und wie ist es jetzt mit der Höhe zum Reingehen in die Grillkotte? Weil wir wissen ja noch, außen kommt noch Schotter hin. Oh, ganz, ganz geil und angenehm. Geil. Ja, optimal. Tja, ihr seht es. Unten ist er noch dunkler. Er ist, wie gesagt, noch warm. Und feucht, also der ist immer noch am Trocknen. Die Kanten hier, die werde ich auf alle Fälle noch brechen. Mit der Flex und so einer groben, runden Topfscheibe. Das habe ich an dem anderen Gestell, Betonklotz da hinten auch gemacht. Die Oberfläche hier bleibt so, wie sie ist. Ja, ich würde das mal als gelungenen Versuch werten. Hoch. Dann warten wir mal ab, bis die nächste Ladung Schotter kommt und hier weiter aufgeschottert wird. Ja, schauen wir mal, was noch alles kommt. Die Woche auf alle Fälle kein Grillkotter-Bastelvideo mehr. Schaffe ich nicht. Wochenende was ganz was anderes vor. Ja, ist so. Rup. Mauer, haben wir gesagt, wird am 21. Oktober oder irgendwie sowas gestrichen. Da geht es da dann mit dem Philipp hier weiter. Ja, und was wir in der Zwischenzeit noch machen, Leute, wie immer, keine Ahnung. Außer, dass ich jetzt dahinter gehe
und an meinem Polo erstmal weiter schraube. Ja, Leute, wir sehen uns. Halt! Eins habe ich noch für euch. Als nächstes kleines Mini-Bonus-Video haue ich ein Kaper-Video raus. Ja, wo ich auf der DGM war, wurde hier diese Cam, mit der ich jetzt auch gerade wieder filme, gekapert und Patricia hat ein Video damit gemacht. Und das haue ich als nächstes noch raus. Und dann kommt das Video von der Grillkota von der Vergrillung von diesem Wochenende. Genau. Nee, vom letzten Wochenende. Aber das dauert dann auch noch mal bis Montag, schätze ich einmal. Hilft nichts. Aber jetzt, hasta la vista.